Denn da sind wir bei der weiteren Sea-Fan-Mission, The Gray for the Games, The Shipment, Part 1. Wir spielen eine kleine Reihe, werde ich jetzt noch nicht verraten, wie viele Missionen sind. Von der guten Morgan, sie hat viele coole Missionen gemacht, The Focus zum Beispiel, Into the Maw, nicht Into the Maw, Into the Maelstrom war es, glaube ich, gewesen. Coole Mission auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Unser Ziel ist es, auf eine Reise zu gehen nach Roadmill. Um da hinzukommen, müssen wir erstmal einen Schlüssel besorgen. Und im Warehouse müssen wir uns dann einverfrachten. Sozusagen als blinder Passagier mitgehen. So, das sind also unsere Ziele. Also auf normal sind es nur den Key rauszufinden. Für das Anwesen. Also für das Sicherheitssystem im Anwesen. Dann müssen wir im Warehouse uns untertauchen. Ich soll niemanden von den Mechanisten umringen. Und das ist quasi unsere einzige Chance, jetzt noch ein bisschen Loot mitzunehmen. Deswegen sollen wir 1600 in die Taschen stecken. 1800 auf Hart und 2000 auf Experte. Aber eigentlich ändert sich sonst nichts. Warte mal, hier ist noch was dazugekommen. If be the best, if Mechanist never know you were there. No Mechanist knockouts and don't even alert them to your presence. Und hier, warte mal, leaving a trail of body. Ja, die können niemanden töten, nicht bemerkt werden. Das könnte sehr interessant werden. Aber ich mag solche Missionen, weil es halt nicht einfach so von der Hand geht, sondern man muss ein bisschen planen. Wir haben sehr wenig Wasser- und Moospfeile, wie immer, zum Start. Ich würde sagen, wir gehen diesmal auf Wasserpfeile, weil das darf ich immer noch machen. Ich darf nur nicht bemerkt werden. Das heißt, wir werden einige Hard-Safes anlegen. Und wir sind jetzt hier am Anfang. Wer macht da so einen Krawall? Und wir haben schon mal Menschen. Gate Key. Das ist die Straße. Wir befinden uns jetzt hier oben. Und wow, das ist Anwesen. Zweiter Stockwerk. Aber schön gemachte Skizze. Gefällt mir. Ich glaube, wir werden uns jetzt hier erstmal umsehen. Verdammte Ratten. Was war das? Bevor wir hier Fuß fassen. War wohl doch nichts. Moment. Gleich mal ein Bildchen. So. Kann man hier hinten lang gehen? Jon, bist du's? Nee, es ist abgeschlossen. Ich höre schon Kameras am Anfang. Nicht der Rede wert. Ja, dieser Anfang hier, den brauchen wir nie wieder zu betreten. War wohl doch nichts. Ich höre Kameras. Aber wo, weiß ich noch nicht. Oh, die Kamera ist kaputt. Da steht was. Keep away. Installation is still in progress. Okay. Mit meinem Schlangen-Garrett-Kopf. Hast du was? Nein. Wir haben hier einen Kellereingang. Wir haben normale Vordereingänge. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. So, das muss das Anwesen. Das ist schon das Anwesen. Warte mal. Was ist das ganze Zeug hier? Police Station. Kommen wir da auch noch hin? Was ist da? Wir haben jetzt schon ersten Part. Hier ist wohl nichts. Ist wohl nichts. Darf der mich eigentlich sehen? Moment. Eigentlich nur die Mechanisten nicht. Nur die Mechanisten dürfen nicht. Okay. Meine Anwesenheit bemerken. Ich glaube, ich habe was gesehen. Nein. Ich wusste nicht, dass er zurückjumpt. Hallo? Ist da jemand? Ich slide heute aber auch durch die Gegend, ey. Oh Mann. So, hier kommen wir in die Küche. Das ist unsere erste Amtshandlung. Bei 2000 Loot ist ja trotzdem 2000 Loot. Und die müssen wir erstmal zusammenbekommen.
Ist da jemand? Ach, du willst in die Küche. Oh, ein Gefrierraum. Fleisch und Fisch. Wahrscheinlich nur, um Zeug hier einzusperren. Hier kann ich übrigens mal meinen ersten Arzt-Safe machen. Was steht denn hier? Jamail? Ist der Ding ja zumindest Sinn. Vom Lord Qualais direkt. Ist bestimmt nichts wert hier. Also sie wird gleich wieder zurückkommen, die Tante. Was mich hier am Schnee nicht hört. Da oben scheint nichts zu sein. Gut. Oh. Das ist nicht gut, dass er da so stehen bleibt. Ist hier oben noch was? Sieht nicht danach aus. Hier kann ich mich auch verstecken. Ein Fahrstuhl nach oben. Wahrscheinlich ein Second Floor. Wahrscheinlich hier so, oder? Toilette. Nichts ist, okay. Vorsichtig. Ich hoffe, der steht nicht auf, wenn ich das Ding knacke. Man weiß ja nie, ne? Ich bin es immer gewohnt, dass die Wachen sofort durchdrehen. Klein und fein. Ein Flashbombelein. Nicht, was ich jetzt unbedingt brauche. Oh. Dick abgeschlossen. Da geht's nach draußen, oder? Der hat einen Schlüssel. Noch ein Menschen. Menschen. Menschen Gate Key. Jetzt komme ich auf die Stadt. In die Stadt. Okay, die Tür ist abgeschlossen. Hier wird er wahrscheinlich nicht lang gehen. Hier kann ich wahrscheinlich das Tor dann öffnen. Hä? Oh. Hab meine Finger woanders gehabt. Ich habe meine Finger woanders gehabt. Nicht, woran ihr wieder denkt. Noch ein Taschendiebstahl. So, damit haben wir jetzt das Tor. Vielleicht waren es Ratten. Das wäre wenigstens ein kleiner Happen Fleisch. Das hier scheint wieder in den Keller reinzuführen, oder? Nein! Das ist nicht gut. Hoffentlich findet er hier nicht rein. Ey, meine Herren! Ich bin der Wache! Halte dich bei mir! Was ist das alles für Horte hier? Okay, das ist eine Einbahnstraße. Nachricht. Ist
Das hier ist, glaube ich, nur für Loot. Ich glaube, das ist nur für Loot hier. So, mal sehen, ob die Wache noch. Wobei, sie kann mir ja da nicht folgen. Ich hätte erst gedacht, das führt wieder ins Anwesen zurück, aber. Scheint ja ein ganz anderer Ort zu sein. Ist auch cool mit der Feuerklappe. Also mit dem Ofen. Mit dem Beethoven. Okay, ich speichere jetzt trotzdem. Wir haben auch noch Seilpfeile, daran sollten wir auch denken. Da ist auch noch ein Gate. Aber das kann man nicht öffnen. Das scheint auch da nicht zu sein. Ich wollte mal gucken, was da ist. Okay, das ist unser Weg, dann weiterzukommen. Das ist gut zu wissen. Auch sehr interessant, dass die Fahrstuhlschalter genau so sind. Statt hier vorne. Direkt an der Tür ist ein bisschen seltsam. So, Etage Nummer 2. Oh Gott, hier ist jemand. Scheint sich aber nicht wegzubewegen. Hast du noch irgendwas? Fehlanzeige, nicht mal Senf. Ja, jetzt habe ich immer noch diesen Mensen-Key. Kein Schwanz. Oh nein. Hat sich da was bewegt? Alles ruhig. Waren wohl Ratten. Okay. Irgendwas gehört? Irgendwas gehört? Ja. Ich habe was gehört. Es klang nach einem Einbruch. Oh, das Bett hier ist jetzt anders gesetzt. Okay, hier wird schwierig sein, durchzukommen. Das müsste das Treppenhaus sein, wieder runter, oder? Über den Garten. Da ist quasi die Kamera gewesen. Wir sind ja hier so reingegangen. Und waren jetzt hier in der Küche, haben den Froster da angeguckt und sind über den Elevator. Sind wir nach oben gegangen. Da über den Dining Room gibt es noch ein Foyer. Kommen wir von hier aus wieder zurück, oder? Ja, wir könnten hier links reingehen, dass wir alles anschauen und dann hier unten wieder runter. Hm. Guest Room. Staying here. Da müssen wir rein. Okay. Also müssen wir da hinten lang. So, der geht jetzt. Oh, der geht jetzt. Der steht da nur, der steht da nur. Ich könnte mir das höchstens noch mal kurz angucken, diesen Bereich. Ob es da unten noch was gibt. Jetzt mit dem? Kommt der jetzt oder? Diese blöde Kamera sieht mich trotzdem. Obwohl sie nicht mal installiert ist. Also wäre das hier auch kein guter Weg gewesen. So, hier in die Bar gehen sie hoffentlich nicht. Die haben nicht mal was gesagt. Die hätten mich voll im Augenwinkel sehen müssen. Ich glaube, ich habe was gesehen. Fuck you.
Okay, dann weiß ich wenigstens, wo er gleich lang geht. Das heißt, schnell die Flasche schnappen. Das Geld schnappen. Hier. Weil dann geht er hier in den Bogengang, geht er ja nicht rein. Ich hoffe, das war kein dummer Plan von mir. Der andere kommt wieder hoch. Der geht jetzt... Der geht jetzt da lang, okay. Da, das andere. Der geht jetzt da wieder rein, oder was? Ne, der geht da lang. Geht auf der anderen Seite wieder raus. Bin ich immer der Einzige. Halt, stehen bleiben! Fuck you in your Gesicht. Da oben ist was. Die sind auf meinen Fersen. So, das ist die Library. Warte mal, ich kann mich hier oben verstecken. Dann kennen sie mich erst recht nicht. Die suchen immer noch nach mir. Ist nicht gut. Das wäre jetzt eigentlich die beste Idee. Wie gesagt, wir haben ja jetzt den Game Room. Haben wir jetzt durch. Wir sind jetzt hier lang gegangen, haben alles. Der beste Weg wäre ja wirklich von hier aus wieder zurückzugehen. Ja, ich glaube, das wäre, das machen wir auch. Die haben auf jeden Fall was mitbekommen. Oh, da geht wirklich nur ganz kurz hier rein, okay. Was war das für ein Geräusch? Fliesen. Ich bin kein Fan von Fliesen. Nimm dich ein bisschen an Gervasius Anwesen hier. Okay, Eingang. Ist das der Guest Room? Nee, hier geht's einfach nur nach oben. Hä? Achso, das ist dieselbe Wache. Ich höre so viele Leute hier. Oh, ein Fenster, woher ich hätte einsteigen können. Den können wir, das können wir übrigens auch benutzen hier, den Ort. Moment. Hab hier wieder ein paar Bilderchen. Wo ist das denn jetzt hier? Ist das Badezimmer? Hm, das ist das Badezimmer. Das ist aber richtig schön groß. Das ist mal ein Badezimmer. Kein Ring, der zufällig in der Wanne geblieben ist. Ich frage mich, wie die das Wasser eigentlich da wieder rauskriegen. Da ist gar kein Ablauf. Müssen da die... Sind sie da mit Eimern das rausschippen, schippern oder was? Oder müssen sie die Wanne ausbauen und dann umdrehen? Hm. Fragen über Fragen. Okay, der hat das veranlasst, dass hier eine Kamera installiert wurde. Oder noch wird. Es ist ja noch nicht fertig. Angeblich.
Natürlich nicht. Okay, jetzt hat mich keiner gehört. Hier ist auch der ideale Save Point. Müssten sie jetzt auch alle beruhigt haben. Wir können jetzt... Ach, das war das hier. Das habe ich gar nicht gesehen, dass hier rechts auch noch ist. Wir könnten jetzt vom Garten aus... Und was ist das, die erste Etage? Ja, Second Floor. Wir könnten jetzt vom Balkon hier gleich lang gehen. Oder wir versuchen den langen Weg. Wenn der Wache kurz hier rausgeht in die Library, schnell hier rein. Da müssen wir ja auch hin. Um den Key zu besorgen. Okay, die Wache bleibt, glaube ich, länger hier, oder? Und nicht so im Hellen. Ich höre noch eine Kamera hier. Anscheinend hat er noch mehr installiert. Oder installieren lassen. Okay, was ist hier los? Ich habe die Kamera nicht mal gesehen. Komm da raus und kämpfe wie ein Mann, elender Strauchding. Guck mal, das Design ist anders. Das ist mal eine Wache, die sieht nicht nach Bogenschützen aus. Hör doch mal auf. Da ist die Kamera. Okay, das wird schwierig. Ich könnte hinten das Licht ausschalten. Kann ich nach unten gehen. Aber warte mal, da kommen wir ja nach unten. Ich muss doch da rein. Ach, das ist hier direkt nebenan. Ja, wir müssen nach links rum. An den Bogenschützen hinterher. Um in den Raum reinzukommen. Aber ich glaube, die beste Möglichkeit wäre doch hier lang gewesen. Vielleicht ist das auch so der Weg, den wir nehmen sollen. Aber das ist leider nicht der Fluchtweg, den ich dann wirklich mir nehmen wollte. Ich mache aber eins mal. Ich schaue mich mal hier um, ob es hier außerhalb der Kameras... Was war das? Ist abgeschlossen, okay. Ob es hier irgendwas gibt. Was habt ihr hier zu suchen? Hi. Hey, ich bin der Garde. Oh. Also hier komme ich definitiv nicht lang. Hier komme ich nicht lang. Definitiv nicht. Das ist auch, glaube ich, nicht so gedacht. Das war interessant mal zu sehen, was passiert, wenn man versucht, da reinzubringen. Einzudringen. Ja, ich muss mich einbringen. So. Hier haben wir Fliesendach. Vorsichtig. Alter! Das hat mich voll weggesemmelt. Gut, dass es keiner mitgekriegt hat. Jetzt haben wir noch einen Moosfall mehr. Okay, erst hier runter. Okay, safe. Und jetzt hier runter. Kommt ins Licht, damit ich euch sehen kann. Ich höre einen Mechanisten. Und du hast den Schlüssel. Und wir haben... Nee, das ist der Key für Security. Das ist der Männchen-Key. Für ein Männchen. Damit haben wir den... Damit haben wir den ersten Streich erledigt. Jetzt heißt es Phase 2 des Plans. Find a hide in a crate in the Mechanist Warehouse. Das ist jetzt der Punkt, wo wir hin müssen. Und das Warehouse befindet sich... Das ist eine gute Frage, wo es sich befindet. Ich sehe es gerade nicht. Apartments. Police Station. Waiting Gate. To High Heaven. Das erinnert mich an eine Fanmission, die so hieß.
Eine Bankkammer dazwischen, eine Cemetery. Ich sehe es gerade nicht. Shalebridge sind wir sogar, West District. Wir sind ja jetzt hier, hier werden wir rauskommen. To East Shalebridge. Ihr wisst ja, was in Shalebridge so lauert. Zum Beispiel eine, wie hier eine bestimmte. So, sein Anwesen, Key braucht man eigentlich nicht mehr. Deswegen habe ich ihn da liegen lassen. Das wäre jetzt eigentlich der perfekte Fluchtort, auch von hier aus wieder runter zu gehen. Da ist ein kleiner Brunnen. Den können wir zur Bruchlandung nehmen. Wenn wir genau da reinjumpen. Oh, beinahe hätte ich die falsche Taste gedrückt. Müsste es klappen! Ich hab mir die Zähne ausgehauen. Rein in den Wasserbrunnen. Was ist denn da los? Ich springe schon normal. Oh, das ist flach. Es ist flach. Es ist flach. Es ist sehr flach. Alles flach. Ziemlich flach. Hallo? Ist da jemand? Keine Mädchen, du bist ertappt, Dieb. Lass mich durch. Ich gehe durch die Vordertür. Ah, die ist zu. Wow. Okay, gut. Dann abseilen. Ein bisschen ein Abseilen. Das ist eine gute Idee. Da bin ich voll dafür. Warte mal, vielleicht erstmal rüberjumpen. Und dann setze ich das Seil hier an. Aber kriegen wir es dann noch wieder? Keiner hat mich gehört. Ein Seil. Ist nichts Besonderes hier. Oh, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, wir sind dann hier fertig. Das war das Anwesen von Carlisle. Achso, hier haben wir angefangen. Ich bin doof. Ich muss doch hier wieder lang. Ah, genau, jetzt kommt die Truller hier rein. Wobei, wenn sie hier sich hinstellt, könnte ich es vielleicht sogar schaffen, hinterher zu kommen. Weil hier durch und dann drüber. Ist das schneller? Ich weiß nicht. Können wir mal probieren. Das ist die andere Wache. Das ist ein niedliches kleines Anwesen auf jeden Fall. Lässt du mich mal durch? Gut, dass die Kamera mich nicht sieht. Ich habe jetzt nur nicht geguckt, ob es im Foyer noch mehr Loot gab. Wir sind ja laut Karte sind wir jetzt nämlich nicht hier gewesen. Theoretisch, ne? Und das hier eigentlich auch nicht. Komisch. Dass das nicht genommen wurde. Warte mal, stand da? Stairs to third floor. Achso, das gehört noch hier mit dazu. Hey, was war das für ein Geräusch? Oh, die, oh nein, die Türen sind weg. Mama! Okay, gut. Hat nicht geklappt. Ein bisschen Mama schreien. Ich denke mal, hier wird es weitergehen. Wo geht's denn nach Norden? Hier ist eigentlich nichts. Warte mal, nee, warte mal. Das ist nicht Norden, das ist Westen, ne? Weil Norden ist da. Das heißt, wir gehen nach Westen. Würden hier hinkommen, zu Wailing Gate. Vielleicht ist ja hier noch was. Aber das wäre unser allgemeiner Weg. Der Alkoholweg. Okay, wir gehen da mal hinterher. Gucken wir mal, was hier gibt. Techno. Techno-Shit. Oh. Oh. Okay, ich bin dabei. Ich bin begeistert. Ich will keine Flares. Wir brauchen auf jeden Fall noch Loot. Die brauchen wir auf jeden Fall. Wäre lustig, wenn das schon das Warehouse wäre.
Ah, da müsste ich mich ja in einer Kiste verstecken, aber ich sehe hier keinen. Vor allem ist es so unbewacht. Es ist wirklich nur ein kleines Lagerhaus. Ich würde sagen, das ist einfach nur da, weil es da sein muss. Na, ja, sie kommt. Ich habe mal wieder einen kleinen Screenshot gemacht. Ich finde, das sieht echt süß aus hier. Alles so schön. Es ist so mit wenig Mitteln halt trotzdem. Sieht es halt nach einer richtig schönen Ziehmission aus. Das war laut. Hä, tust du mir nichts? Darf ich hier Krach machen? Ich wollte da hochspringen. Oh, geil. Oh, geil. Ich glaube, ich darf hier nicht sein. Und ich glaube, hier ist Sackgasse. Oh, Ende der Map. Hier ist nicht mal mehr Sound. Wäre lustig, wenn es hier ein Easter Egg gäbe, wie zum Beispiel: Schön, dass du das gefunden hast, du alter Erkunder-Typ. Ich komme hier nicht mehr raus. Hier ist sogar ein Fehler. Texturfehler. Hallo? Hey, liebe Wache, hol mich mal hier raus. Oh shit! Ich wollte sie nur ich wollte nur davor schießen. Ich habe einfach nur drauf geballert. Ich habe gar nicht so gezielt. Die ist einfach auf den Pfeil geschluckt. Okay, ich glaube, die ist mir nicht feindlich gesonnen. Umso besser. Sind die anderen mir feindlich gesonnen? Blub, blub. Irgendwo ist auch hier die Police Station. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, da nochmal lang zu gehen und zu gucken. Shellbridge. Nicht verwechseln mit Shoals Gate. Weil es gibt ja das Shoals Gate Station. Das ist. Ach, das muss die Bank sein. Ne, warte mal. Hier steht was wegen Miete. Dann sind wir in den Apartments. Ne, hier sind wir dann. Ne, warte mal. Wir sind hier lang gegangen. Das erste, wo wir reingegangen sind, sind hier. Partner sind das auf jeden Fall. Oder einfach nur Wohnungen. Oh, hier ist ein Safe. Oh. Oh, Apartment Key. Ich denke mal, das ist Fliese. Und ich kann hier rein. Na, so. Na, komm schon. Ach, muss ich jetzt extra runtergehen? Okay, vorsichtig. Jetzt ging's. Musste richtig den Kopf reinstecken. Weißt du, manchmal hat Garrett so riesen Affenarme. Da kann der einfach sich von Liane zu Liane schwingen und alles greifen, was hier da ist. Aber bei so einem kleinen Mini-Safe, da fehlt ihm diese lange Hand. Da muss Garrett seine Zähne benutzen. Quasi den Lippen. Und nutscht das einfach weg. Können wir jetzt einfach... Ach nee, wir können nicht... Gut, er hat mich nicht gehört. Vielleicht können wir in die Wohnung rein. Achso, warte mal. Ich kann doch einfach mit dem Key. Hä? Geht nicht? Oder ist es für das wirklich für dieses andere Apartment-Ding? Oder ist es für die Haupttür? Naja, ist ja klar. Warum sollte der Vermieter einen Schlüssel haben, der alle Miethäuser öffnet? Naja, gut, das ist ein Generalschlüssel, aber. Wäre ein bisschen abwegig. Ist hier irgendwas? Oh, hier geht's noch weiter. Oh, ein Kinderbett. Immer Kinderbetten in Thief, aber man sieht nie die Kinder. Beziehungsweise
Babys. Aber man hört sie manchmal. Okay, du sitzt da ganz gemütlich. Was steht denn hier? Cassandra heißt sie, okay. Bla bla bla. Bla 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 Story. Mini-Story. Über nicht, was mich interessiert. Also heben wir erstmal den Apartment-Key auf, oder? Oder ist der wirklich vielleicht nur für die Vordertüre? Ja, dann ist ein bisschen schade, weil wie soll man denn hier reinkommen? Nicht, wenn nicht über die Vordertür. Das ist das Erste, was man erblickt. Oder warte mal, oder es gibt hier oben noch einen Weg hinein. Man kann mit dem Apartment-Key nach draußen. Warte mal. Oh, hallo Mr. Wache. Kann ich jetzt einfach hier... Sind wir hier oben? Ach, das ist der da. Hi, Mann. Ich hätte auch hier reingehen können. Interessant. Oh, cool, dass die mir nichts tun. Gut, dann weiß ich, wofür der Key ist. Step by step. Ich mag den Boden übrigens. Der sieht cool aus. Und es ist sehr offensichtlich, was es halt für Lärm macht. So, also der tut mir auch nichts. Jetzt kommen wir Richtung Polizeistation. Die müsste ja direkt vor uns dann sein. Rechts ist eine kleine Lücke und links geht's in die Glen Street. Wer ist Glen? Oh, gib mir mal deinen Beutelsack her. Oh. Das ist die Police Station. Ach, da sehe ich schon ein Fenster, ein offenes. Und ich sehe hier... ein Schiebrett. Hm, doch nicht mehr so geheim, oder? Ist das... Warte mal, wo ist mein... Ich sehe meine Finger nicht. Hier ist das Warehouse. Hä, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Das war vorher nicht da, oder? Ich dachte, die Lampe... Was ist da? Nein! Die Lampe flackert. Der darf nicht wach werden, sonst sieht er mich, wenn ich hier vorne lang gehe. Das könnte unser Weg sein. Aber der kriegt sehr schnell was mit, das kann sein. Dass der das auch mitbekommt, dass ich dann da reinstiefle, oder? Nee, sehe ich nicht. Ist das ein Zombie? Zombie. Nö, der ist einfach nur tot. Okay. Also, siehst du, mit Flares gehst du unter. Ist das unsere Kiste, womit wir gehen müssen? Also wenn ja, dann fehlt uns ja wirklich nur noch der Loot. Dann ist es ein bisschen schade, dass das halt alles so gleich nebeneinander ist. Obwohl, es könnte irgendein Warehouse sein. Es muss nicht das Mechanisten-Warehouse sein. Ist hier eine Nachricht oder sowas? Chatting sorry, just wouldn't leave me alone. Kept saying stupid things about my mother. Just wouldn't shut up. I'm sorry, I didn't mean for it to happen. Arvid, den haben wir doch schon mal gelesen. Da ist irgendwie eine größere Story hinter dem Ganzen, oder? Also so eine Side-Story. Ist auch noch was. Die sich um alles gekümmert haben. Mhm. Feuerpfeil. Okay. Obwohl, das ist ein Secret. Ich glaube nicht, dass das den... dass das wirklich das sein soll. Probieren müssen. So, wenn das jetzt normale... wenn das die Fenster sind, die man anschießen kann... Keine Ahnung, wozu diese ganzen Kugeln hier auf Seite geht. Ich habe meinen Fehler verstanden. Papierkram.
Ich dachte, der Job wäre gemütlicher als der eines privaten Wachmanns. Hörst du das? Es geht nicht. Wohin hat sie geklappt? Warte. Nee, hat's geklappt? Ich weiß es nicht. Nochmal. Kann man sie bewegen? Ah, man kann sie. Es sind Objekte. Objekte kann man keine Seilfälle anbringen. Ein offenes Fenster. Naja, wir könnten. Ah, jetzt sehe ich, dass wir. War das vorher auch so? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Okay, Police Station. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie reinkommen. Zeigt euch und keine Tricks. Das war laut. Warte mal, ich lasse das mal lieber nicht so durchgehen. Eine suchende Wache ist immer schlecht. Fürs Geschäft. Der hier kriegt aber mich nicht so sehr mit, nur wenn ich nur mit einer Waffe schieße. Der Lisser Steiner? Eine Apotheke. Hier werde ich nur Flaschen kriegen. Hörbar ist, ja. Okay, wo ist die Kasse? Da. Federfall und Eiltrank. Vielleicht hat sie noch was. Oh, warte mal. Ich glaube, hier hinter ist nichts. Glaube ich. Was ist das für ein... Mano! Garrett mit seinem Ballettschüchen hat immer Probleme. Und die Wache sagt nichts. Das ist nicht gut. Also so auf der Straße können wir mal rumtollen. Da sind wir ein freier Bürger. Aber sobald wir irgendwo in Gebäuden sind, dann haben wir Probleme. Das ist ganz schön hartnäckig geschlossen. Habe ich die Münze vorhin auch eingesammelt? Ich kann mich nicht erinnern. Du hast nichts bei dir. Okay, die schläft hier nur. Ich habe hier ein letztes Vermögen. Habe ich hier weggenommen. Tja, musst du mehr Sachen verkaufen. Ach nee, geht ja nicht. Die sammle ich ja auch ein. Teuer genug, die Teile. Eiltrank ist teuer, ja. Oder ein Federvertrank. Die kosten ganz schön. Das ist eine Wache, die direkt rausguckt. Hast du irgendwas? Nee. Eine schöne Stadt. Geht zum Markt. Und hier. Falscher Alarm. Hier ist die City Watch. Ach, tut mir leid. War wohl doch nichts. Okay, hier kann man rausgucken. Wer ist da? Wer hat das gesagt? Alter. Alter. Darf ich hier... Ah, nee, ich darf hier nicht sein. Ich wollte gerade sagen, der Bogenschütze hat nichts gesagt. Oh, oh. Nichts Besonderes mehr da. Okay, das ist eine Weile fort. Nichts mehr zu sehen. Ah, hier sind wir. Ich glaube, wenn ich das Banner zerstöre, dann wacht der da drüben auf. War das ein Geräusch? Nö. Okay, dann interessiert das nicht. Was steht denn hier? Bank Security System Disable Button. Keine Ahnung, wozu diese ganzen Quoten. Und Bank Alarm. Warum müssen wir das ist ja cool. Wenn ein Kerl einem anderen die Schnauze poliert. Hast du das gesehen? Sie kriegt's mit, aber der Typ nicht. Der hat echt tiefen Schlaf. Das ist natürlich praktisch. Wir waren noch nicht bei der Bank.
wenn wir jetzt den Knopf einfach ausschalten können, dann sind wir... Steht da sogar Citibank drauf? Kann man nicht ganz erkennen, ist so... Das Ding nicht mehr zu. War da eben etwas? Die übergroße Oma-Brille. Noch ein Verhörraum oder Büro. Lieutenant Mendley. Officer Dindley. Mendley und Dindley. Warte mal. Too much to report on the Gilman Levin case. The only lead as far is that Eliza Stirner saw somebody dragging a large bag along the street outside her apartment. Also die wohnt ja auch in ihrer eigenen Apotheke, die Stirner. Oder Stirner oder Stirner. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. So, der Typ kommt gleich wieder. Und dann schauen wir mal, was es hier oben noch gibt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob der Knopf halt nur den Alarm ausschaltet wieder. Oder ob der... Oh, wir sind schon bei 1000. Ob der den direkt den für immer deaktiviert. Ich habe ihn jetzt mehrfach gedrückt. Hier sind. Da ist der Bogenschütze, läuft immer hin und her. Ziemlich ruhig hier. La 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 la. Und wir haben das Zahnrädchen. Ah, das brauchen wir noch nicht für diese Mission. Die brauchen wir erst für die nächste Mission. Wenn wir nach Roadmill gekommen sind. Tja. Er scheint hier auch nicht zu sein. Na gut, dann gucken wir uns mal die andere Etage an. Ich versuche den Bogenschützen auf jeden Fall seinen Pfeil zu stibitzen. Ich bin dieser Tage so müde. Da ist er. Oh, hier ist eine Wache. Ich glaube, ich habe was gesehen. Oh, ich habe genau dann gesaved. Jetzt ist wieder alles ruhig. Na gut. Keine Mätzchen, du bist... Mann. Na gut, das war... Ich dachte, er dreht sich ganz um. Ich habe mir das Ganze wohl eingebildet. Ein Glück, dass die Wache nichts tut. Dreht er sich nicht? Der hat sich doch vorhin ganz umgedreht. Ich kann die Tür auf jeden Fall öffnen und schließen. Ich könnte das Licht ausmachen. Wir haben 14 Wasserpfeile. Müsst ihr wieder in diese Richtung gucken, bitte. Ich denke, hier ist es sicher. Schwer zu sagen. Nirgendwo ist man heute noch sicher. Nicht mehr. Niemand scheint in der Nähe zu sein. Hohohoho. Da steht irgendwas mit 1 da drüben. Vielleicht für die Schlüssel. Für 1 und 2. So, jetzt kann er sich wieder nicht entscheiden, ob er nach links oder nach rechts gucken soll. Halt total random. Ja, natürlich. Da scheint nichts mehr zu sein. Jetzt. Sir? Sind Sie das? Oder ist das der Loot vielleicht von dem Heiden? Quasi sein. Das soll die Asservatenkammer. Bestimmt ein Flaumi drin. Frog Egg. Okay, okay. Das ist natürlich verständlich.
Pagan rules to say his real name to be moved to Scholz Gate next week for questioning. Oh je. Scholz Gate ist nicht ein guter Ort, vor allem weil da ja der Tour dort stationiert ist mit. Die Luft ist erfüllt von Kann ich dich rauslassen? Nirgendwo ist auch nur ein Fleckchen Gras. Theoretisch könnte ich ja das Frog Egg Beast verwenden. Na komm. Ich bin dieser Tage so müde. Ich erinnere mich nicht mehr an meinen letzten. Hey, das funktioniert. Ich kann ihn ja echt rausholen. Renn, kleine Heide, renn. Haben wir einen Heiden gerettet. Cool. So. Hey, wer bist du? Scheiße. Ich krieg die Tür auch wieder nicht zu. Der ist sofort alarmiert. Ich habe vergessen, die Tür da hinten zuzumachen. Jetzt muss ich nur mit viel Glück da wieder raus. Einbrecher! Wow! Ich save hier nochmal ab. Jetzt guckt er so. Wenn er wieder auf Mitte geht, gehe ich hinter. Weil wenn er von so sich dreht, dreht er sich genau in meine Richtung. So war es nämlich vorhin gerade. Ah, das ist eine echt eine nervige Wache. Ah, genau. Genau so hat er sich gedreht, dieses olle Aas. So, schaffe ich es jetzt vielleicht an ihm vorbei? Wenn er sich nochmal nach hinterdrehen würde, wäre cool. Zum Hinterdrehen. Macht er wahrscheinlich nicht. Doch, macht er. Uiuiuiui, so lange Zeit verballert hier in der Polizeistation. Wir haben noch was vor, Leute. Wir haben keine Zeit für hier Spielchen. Okay, das ist das Polizei. Von außen. Hier kann man sich verstecken, denke ich mal. So, ist das die Bank? Ne, hier scheint nichts zu sein. Links dann sind die Apartments. Die Bank ist einmal drumherum. Also ich sehe schon, wir werden hier auf jeden Fall alles abgrasen. Aber ob wir das hier auch noch sehen hier? Oder ob es nur Karte ist? Bei 1000 Loot brauchen wir noch. Ich frage mich, wo der Heide hingerannt ist. Ach, da ist er. Ich glaube, ich habe seinen Wohnort gefunden. Hallo, liebe Heide. Nimm mal deine Oma-Brille weg. Jo. Jetzt ist eine Flaumies Nachricht. I've heard that the mechanist will send their people to the mine soon. Bring us back. Von H. Okay, die haben auch. Achso, das sind so. Also, es ist ein Heide auf jeden Fall, aber der. Die buddeln nur rohes Zeug aus. Okay, der wohnt hier. Tja, ich habe ihn nach Hause gebracht. Ich fühle mich jetzt gut. Du hast bei dir? Ja. Bingo. Und hier sind die Apartments. Die Türen sind schon offen. Trevor und Mandy Coldsburn. Jake ist Homsmith. Warte mal, warum habe ich den Namen irgendwo gelesen? War das nicht der andere Typ? Wow, das ist aber eine wirklich eine große Mietwohnung. It doesn't sound like it's anyone serious. Take a spoon, potion every day.
Von Elisa, das ist doch die Apothekerin. Vorsichtig. Oh, er hat seinen Löffel. Ach, hier, um seine Medizin zu schlucken. Ah, und ein Heal Potion. Schönes Detail. Auch wenn es hier absolut nichts gibt zu holen, wie es scheint. Kann man das Licht eigentlich anmachen? Jo. Warte mal. Oh, das ist ein Eingang. Nein, das war nur das Licht. Ach, ist egal, ich lasse es jetzt an. So, dann gehen wir mal hier rein. Oh, ich glaube, ich habe jemanden aufgeweckt. Oh, oh. Irgendjemand schläft hier noch, aber wahrscheinlich seine Frau. Schöne Tapeten. Erinnert mich aus Mask. Ach, hier ist ein Teller. Oh, hier geht's raus. Habe ich da gerade einen Froggy gehört? Wasserpfeile. Noch mehr Wasserpfeile. Die sind echt gut ausgerüstet. Seltsame Geräusche. Oh fuck. Jemand sollte sich darum kümmern. Nicht das Licht anmachen, nicht das Licht anmachen, nicht das Licht anmachen. Affenarm Garrett ist parat. Ah, wieder nichts wert hier. Jetzt habe ich sie aufgeweckt, das wollte ich eigentlich nicht. Nein. Wer ist da? Nein, nein. Was? Nein. Okay, ich hab's verkackt. Ich geb's zu, ich hab's verkackt. Hier war ja gar nichts, oder? Oder? Kitzel, 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 kitzel. Nee. Ich sehe hier nichts. Nur die Kerze da hinten. Okay, gut. Dann warte ich jetzt, bis der Typ sich wieder so hinstellt. Und dann haben wir... Ich glaube, das Apartment auch schon so gut wie durch, oder? Geht's noch nach oben? Alyssa Wintersmith. Ja, ich wollte den Dietrich verwenden. Aber fünfmal erstmal eine Türklinke gegriffen. Geh auf. Das sind echt große Apartments. Obwohl, sie haben keine Toiletten. Miss Winter, I've finished checking your finances and must say you have gone through your father's inheritance. Mhm, das ist gute Information. Warte mal. Was ist denn? Available Antique Necklace, huh? Sounds good indeed. Find it and make it yours. Vom Bankmann war das, war? Norm Petridge Account. Ja, es würde natürlich sich lohnen, dann in die Bank zu gehen. Hey, hier ist noch eine Nachricht. Lord Etheridge. Rich but too old and smells funny. Trevor Coldsburn got married last month. Lieutenant Manley, handsome with nice uniform but impolite. Impolite? Ist das impotent oder was? Jake Sawsmith, small apartment but has a job that pays well. Nolan Petridge, high incoming but too boring. Der hat hier eine Liste gemacht mit Leuten, die sie haben will. Also mit denen sie sich zusammen... Also ihr wisst schon, was ich meine.
Riese anbaggern möchte. Flittchen, Flittchen. Das ist Jake Hobbsmith gewesen. So, jetzt sind wir wieder auf dieser Seite, okay. Da ist die Bank, da hinten. So, tut mir leid, hier ist nichts mehr. Was ist denn da drüben? Keine Ahnung. Hey, Mr. Froggy. Guckst du hier einfach rein? Was haben wir denn hier? Da. Ein goldener Ring. Danke, Mr. Froggy. Schön, dich zu haben. Fehlt noch der Zylinder. Wir sind bei 1,3. Also in der Bank müssten wir eigentlich richtig viel Schotter finden. Ist nur die Frage, wie wir da reinkommen. Direkt die den Vordereingang. Shellbridge Mutual. Ist das der Name dieser Bank? Ich höre Kameras. Ah. Oh, ich brauche einen Schlüssel. Ah, hier ist das Warehouse der Mechanisten. Und da muss ich einen Schlüssel einsetzen. Da war das doch nicht das Warehouse, was ich dachte. To High Heaven, das ist da, wo ich hin muss. Nee, warte mal. Wir sind doch, ja, to High Heaven, das ist das. Oder, nee, hier, Seminary. Das hier habe ich noch gar nicht gesehen. Aber man kann hier drum rumlaufen um die Bank, okay. Gut, dass ich mich getäuscht habe. Oh Gott. Geh mal lang läuft. Könnt ihr hochklettern übrigens. Ich weiß nicht, was es war. Jetzt ist es weg. Das bringt, glaube ich, nicht viel. Schade eigentlich, so ein bisschen Rooftop fehlt hier. Da kommt jemand. Warte mal, führt das? Ach, man kann hier nochmal durchgehen und dann kommt man näher mal in den Kreis. Deswegen konnte die im Kreis laufen. Verstehe. Kommt's jetzt nur noch nicht? Das gefällt mir nicht. Irgendwie mich mitbekommen. Oh Gott, die Kameras. Schluss mit dem Unsinn, Jungs. Trevor, yes, I found a note downstairs with four numbers on it. The code for the vault. How many times I have told you not to write the code down? And if you have to, don't leave the note at the bank, and especially not outside the vault. I trust this will not happen again, or I will have to take stricter measures to improve in security. Okay. Oder später finde ich dich. Hier könnte ich durchklettern, aber das führt mich nur zum Anfang. Dass ich jetzt wieder beruhigt, oder? Was ist mit dir los? Ich glaube, jetzt oder nie, oder? Okay, kommt nicht, noch nicht. Die Frage, ob der Code hier irgendwo noch zu finden ist. Boah. Safe. Debo, the security is complete with watchers has been installed. We like a local city watch station. Shouldn't the alarm be set off? Two officers will arrive shortly. Okay.
Ach, ich sehe gerade, the mechanism to turn off the alarm has been placed on their premises. As to this request, when the disable button is pressed, the alarm system will be turned off for 2 minutes. Also hier habe ich ein Zeitlimit. Das ist ja sehr interessant. Das erinnert mich an eine andere Mission. Aber diese Mission gab es ja eher, also kann man ja sagen, das ist von der hier abgeschaut. So, it's been fitted with a lock of the mechanism design. Okay, aber wo ist der Code? Also ich kann zwar den Alarm ausstellen, aber ohne Code bringt mir das nicht viel. Ich kann jetzt schon ein bisschen vorarbeiten, aber hier wird mir wahrscheinlich dann das Hals, die Halskette drin sein. Ach, hier. Mrs. DeWall, Elisa, the valuable potion. She wants to make sure it's kept safe. I'm not sure about the bank's policy. Okay. Von Trevor. Aber ich kein Code. Kein Code. Oder Eliza wird das auch genannt, nicht Elisa. Oh, das ist ein gutes Schloss. Ich habe ein bisschen Schiss hier runter zu gehen. Weil ich Angst habe, dass alles... Ach, da ist der Code. Das ist der Vault. Habe ich noch nicht. Oder geht der vielleicht auch auf, wenn ich einfach. Nee, da macht nur das Ding aus. Die Kamera. Das heißt, wir müssen die Kamera ausschalten und wir brauchen den Code. Hat eine Nummer irgendwo gefunden. Was war das? Verdammte Ratten. Finn Trevor. Vielleicht ist Trevor ja außerhalb dieses Ortes und er hat den Code bei sich. Das könnte noch sein. Weil dann gehe ich jetzt zu den Mechanisten und gucke und arbeite mich da schon mal vor. Wie er so rumguckt. Oh, Banky. Jetzt brauche ich die auch nicht mehr. Aber dann kann ich die Vordertüren öffnen. So, jetzt sind wir wieder hier bei der Polizeistation. Also ich verstehe, ich könnte jetzt hier schnell von der Polizeistation hochgehen, das Ding deaktivieren und dann können wir da runtergehen, das Ding öffnen. Aber... Ach, tut mir leid. War wohl doch nichts. Das bringt nicht viel, denn wir kommen ja nicht weiter ohne Code. Ich überlege gerade, ob wir da hoch können. Aber ich glaube nicht. Okay, gehen wir mal zu den Mechanisten. Und dann schaue ich, ob ich vielleicht irgendwo noch eine Möglichkeit finde. Da war der Typi. Sein Garten. Oh, die registriert mich nicht. So, und wir sind bei den Mechanisten. Die hat nichts bei sich. Zurückgekehrt, zum Glück. Ihr könnt jetzt direkt rein.
sein. Seid gewarnt. Ich habe... Halt die! Widerstand ist zwecklos. Achso, die dürfen mich ja nicht mitbekommen. Ich wollte jetzt nur mal gucken, was es hier hinten gibt. Ihr darf es auch nicht knockouten, also... Richtig spezielle Mando. Spezielle Grande. Okay, dann hier rein, würde ich sagen. Offenes Fenster, zack. Oh, oh. Appel. Okay, da läuft hier wahrscheinlich einmal im Kreis. Abgeschlossen. Nicht abgeschlossen. Also das Ding knacken wir noch. Wer ist da? Was geht hier vor? Er hat auch keinen Schlüssel bei sich. Wenn das ein Kessel war, sollte er bald repariert werden. Damit er nicht mehr fahren. Ja, hast du hier schon Kessel irgendwo gesehen? Ich habe hier keinen Kessel gesehen. Moospfeiler. Die werden dann natürlich nützlich sein. Bei so vielen Mechanisten Metall. Wird das jetzt hier nur im Kreis? Warte. Check ich. Ah, hier ist noch eine Türe. Also hier wahrscheinlich der Vordereingang. Und selbst den kann ich verwenden. Oh Gott, der kommt. Wo geht's hier hin? Hoffentlich waren es nur die Ratten, die ich hörte. Ach, jetzt steht sie hier. So rum. Da ist auch noch was. Aber er kommt gleich raus. Ich muss mich jetzt erstmal orientieren. Damit ich weiß, wo ich mich als nächstes verstecken soll, aber... Wo finde ich den blöden Code? Oh. Warte mal, nee, das ist nicht Metall, oder? Das ist ein Stein. Stein kombiniert mit Metall. Oh nein, blöde Flares. Wasserpfeile, sehr gut. Wozu haben die eigentlich Wasser? Ja, zum Trinken vielleicht, aber ansonsten, technisch gesehen, gib mal her den Kram. Hat da ein Kessel gezischt? Oder war es vielleicht etwas Schlimmeres? Okay, ist ein Typi. Scheint die Küche zu sein. Aber nichts Interessantes hier. Okay, gut. Das wollte ich haben. Und schon sind wir bei 1,7. Ist wirklich sehr klein und fein gemacht hier, aber... Oh, hier ist sehr stark gesichert. Kommt wieder zurück. Was bewacht ihr hier? Ist das hier das Lagerhaus-Ding gedöns? Oh Gott, komme ich hier vorbei? Das da hinten ist nicht abgeschlossen. Jetzt wären Schlüssel nicht schlecht. Jetzt muss ich ja wirklich jeden Mist aufschließen hier. Der starken Muskeln. Im Namen des Erbauers, was war das? Muss aufpassen. Oh, eine Nachricht. Jamaile. Hey, das ist doch der. Das ist der Briefwechsel zwischen Carlisle und Jamaile. Jamaile wohnt ja bei Carlisle. Den haben wir ja gesehen, Mechanisten. Okay, ja, stimmt. Der wurde ja angewiesen, sich das Sicherheitssystem da zu installieren.
Okay, ich warte, bis der sich wegdreht. Jetzt. Dass es mal so laut ist. Hier haben wir einen Mechanistenpriester. Das heißt, der muss hier was Besonderes haben. So ein Code wäre nicht schlecht. Oh, da hinten sind Nachrichten. Wobei eigentlich nur der Bankdirektor und der, also die Bankdirektorin in dem Fall. Seminariki. Also das ist jetzt der Schlüssel, den ich hätte brauchen können. Testram, Full Name Testram Greyfather in Roadmill. Darum geht's ja um den. Beziehungsweise um das Greyfather Mansion. Ah, eine Checkliste. Make any supported mines in new Lord Greyfather. Find old reports made during mine hemorrhoid days. Find brother Melon. Still alive. Find old co-investigator for more information. Still a member of the old order. Refuse to meet me. Hast du irgendwas noch? Nee. Noch eine Nachricht. High Priest Tedland von Lord Jacob Greyfather. I will allow your order to send an expedition to the Greyfather Mines. Okay. So, dann können wir jetzt den Schlüssel nehmen. Was? Der passt nicht. Oh, mein Schlüssel passt nicht. Nein, 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 nein. Ah, ich hab's mir fast gedacht. Wo hab ich gespeichert? Hier habe ich gespeichert. Okay, also. Jetzt. Wieder weg. Jetzt. Wieder weg. Sie kommt zurück. Immer Stück für Stück. Ich dachte, der Schlüssel passt jetzt hier, weil das würde auch Sinn ergeben. Enoch sagte, trinkt einen Tee, das beruhigt. Und jetzt? Ich bin nervös wie nie. Ich auch. Fuck. Oh, ich hab's nicht mitgekriegt. Oh Gott. Hat geklappt. Die Frage ist jetzt getriggert. Weil, wie gesagt, wir dürfen nicht bemerkt werden. Scheiße. Versteckt euch nur. Früher oder später finde ich euch. Die hat die Kamera mitbekommen. Shauna. Nichts, was mich hier unbedingt interessiert. Ein Save, wahrscheinlich noch Loot. Ich mach mal eine Hard Save dann. Ich bin mir nicht sicher. Oh! Ah, vielleicht geht da der Key. Auch nicht! Okay, warte mal, was steht da drin? Nee, es hat nichts mit dem zu tun, dass ich jetzt den Safe nicht aufbekomme. Warum kann ich den nicht öffnen? Verdammte Axt. Okay, dann versuchen wir mal hier wieder rauszukommen.
der sich sehr seltsam zu mir dreht. Ja, ja. Erbauer, Karras führt mich zu diesem Eindringling. Ich sag doch, die ist noch getriggert. Deswegen habe ich den anderen safe gemacht. Ich bin jetzt mir nicht so richtig sicher, was mit der los ist. Das Dumme ist, wir müssen wahrscheinlich hier nochmal hoch. Verlässt sie auch ihre Position? Ja, tut. Kommt aus den Schatten hervor. Hä? Ich bin mir nicht mehr sicher, was hier los ist. Hier war ja nichts. Oh, die Türen verschwinden. Das ist nicht schön. Schön schnell weg. So, perfekt. Hier mache ich mal einen extra Safe. Ach, wir sind jetzt ganz woanders. Wie weit läuft der? Was ist denn das nicht anders? Hier geht's noch weiter rein. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Seine Stille ist zurückgekehrt. Okay, hier safe ich mal. Diese schmutzige und unheilvolle Brut. Der hat doch keinen Schlüssel. Im Namen des großen Karras. Ist da jemand? Doch, hat sie. Safe Key. Den habe ich safe in der Tasche. Das könnte ich theoretisch über die Vordertür. Jetzt muss ich wieder an der vorbei. Da oben. Safe Key. Ist auch noch Schotter drin. Der Rest wird in der Bank sein. Ist nur die Frage, wie wir da hinkommen. Ah, sie summt vor sich hin. Den brauchen wir eigentlich auch nicht mehr, den Keeper. Im Englischen klingt es besser, was sie singt. Okay, sie hat nichts mitgekriegt. Rechte Seite. Ah, ich könnte die Tür da hinten noch öffnen. Und da geht's noch da hinten rein und da ist bestimmt das Warehouse. Wir können ja jetzt die Tür schon mal öffnen. Hat sich der Schatten eben bewegt? Nein, nein. Oh, es geht nicht.
Okay, das muss ein Raum sein, ein spezieller irgendwie. Ich dachte, da geht's raus. Ja, es ist ein Raum. Noch mal ein bisschen Loot und das war's. Tja, wir müssen diesen blöden Trevor finden. Trevor. Und der hat den Code. So, jetzt können wir da hinten rausgehen. Und schauen, wo es dann zum Warehouse geht. Wir können ja hier ein Hard Safe machen. Hier ein Safe. Meine Ohrtrommeln rosten wohl schon. Bitte steh woanders. Ja, perfekt. Oh. Du notest dir. Was ist das für ein Geräusch, das leise mich ruft? Okay, der baut hier. Spinbot. Hä? Wozu kann man denn hier reingehen? Nur um das Kameraauge mitzunehmen? Was ich nicht will? Ich will kein Kameraauge mitnehmen. Okay, scheint hier trotzdem nicht wichtig zu sein. Weil an ihm selbst sehe ich keinen Schlüssel. Heißt, ist unwichtig. Ich könnte versuchen, an hier vorbeizuhuschen. Da muss ich nicht diesen Umweg gehen. So. Perfekt. So, jetzt den Code finden. Das ist jetzt noch die Frage. Schön am Lagerfeuer. Ihn ganz gemütlich. Ich zeige euch jetzt, was ich so rausgefunden habe. Wir wollen jetzt erstmal das Loot, den Loot beenden, den wir noch benötigen. Es gibt hier ein Secret, habt ihr es gesehen? Da war der kleine Schalter. Und hier gibt es ein bisschen Schotter zurück. Aber wir sind hier noch nicht fertig. Wir gehen jetzt nochmal... Hä? Ja, soweit ist das jetzt noch nie. Hä? Hey? Okay. So, das ist ja noch nie gelaufen. Was war das für ein Geräusch? Ach, das ist der andere. Okay. Ich habe mich ein bisschen umgesehen. Ich habe den Code gefunden. Und das ist alles so optional eigentlich. Aber wenn man bedenkt, dass man halt den gesamten Loot braucht, um die Mission überhaupt zu beenden, ist das schon ein bisschen schwierig. So, hier war auch ein Secret. Wo war denn das? Wo war denn das? Das war hier irgendwo. Bin ich Meshuggy? Da. Na. Ist da jemand? Ah, ist egal. Wieder in Seife anbringen. Und dann nehmen wir denselben Weg, wie wir das letzte Mal genommen haben. So. Jetzt machen wir auf uns in die Stadt. Da gibt es nämlich auch noch einiges zu entdecken. Das ich jetzt nur beim in Ruhe spielen, so nenne ich es mal, entdecken konnte. Wir haben jetzt 1,9. 100 Loot habe ich komplett verpasst. Wahrscheinlich hat der ein oder andere das schon gesehen. Sind Sie das? Und hat aber... Was ist das für ein Geräusch? Ich habe es einfach ignoriert. Ist da irgendwer? Nein! Wo habe ich gespeichert? Ah, hier habe ich gespeichert. Okay, nochmal. Und zwar bei der Kiste.
Bei der Kiste saß ja der eine Wachmann. Und der hat noch 100 Loot bei sich. Bedeutet, wenn ich den ausraube, habe ich das Ziel erreicht. Ist optional, aber nicht. Und wir haben ja zwei Hinweise bekommen. Einmal gibt es ja, wie gesagt, die Halskette, die in den Banktresor von der einen da, die Männer da angelt. Was ist das für ein Geräusch? Von der kriegt man das auf einmal. Hat er mich gesehen? Nee, gut. Also von die Halskette brauchen wir, und das andere ist der Trank. Also ein wertvoller Trank, der auch in die Bank safe eingeschlossen wurde. Und da habe ich auch nicht aufgepasst, denn hier gibt es noch was zu holen bei der Apothekerin. Ja. Denn letztendlich werden wir... Da. Hast du was gesehen? Das kann nicht wahr sein. Hat sich der Schatten bewegt? Okay, jetzt nochmal. Mensch, ich bin so aufgeregt gerade. Unbedingt das noch zu schaffen jetzt hier. So, nochmal. Und nochmal. Ach, das hat sich geklappt. Ihr habt schon gesehen, hier ist das Secret gewesen. So, es kann sein, dass sie jetzt aufwacht. Nein, wacht ihr auch gut. Hier befindet sich der Schlüssel zu ihrem Banktresor. Also bringt uns das erstmal auch nichts. Ich hatte es erst gefunden, dachte mir so, oh, ist geil. Komme ich jetzt weiter, aber nein, ich brauche ja immer noch den Code und den hat Trevor. Den er eigentlich nicht mit rausnehmen soll. Wurde ihm ja gesagt. Und dann ist mir was aufgefallen. Was ich vergessen habe, denn... Jetzt weiß ich auch, warum der Bogenschütze uns nicht feindlich gesonnen ist. Weil er ja hier uns nicht angreifen dürfte. Auf der Straße. Deswegen tut uns da drin auch nichts, was er eigentlich tun müsste. So. Apartment. Und zwar hier. Trevor and Mandy. Coldspurn. Und den hatten wir schon. Uah. Das ist Trevor. So, und hier haben wir nämlich auch ein Secret. Das ist, wie gesagt, ein Secret für ein Secret. Und da ist er, der Code. 3168. So. Und damit kommen wir jetzt endlich in den Banktresor hinein. Auf den wir so lange gewartet haben. Na komm schon. Hier ist die Bank. Wir können jetzt die ganzen Türen noch öffnen. Brauchen wir nicht unbedingt. Aber ich mache es einfach mal zusätzlich. Das habe ich nicht verstanden, was das hier eigentlich ist. Ach, das ist sie. Die wird erst alarmiert, wenn ich irgendwas mache, was illegal ist. So, jetzt schalten wir erstmal, bevor wir in die Bank reingehen, den Alarm aus. Dazu müssen wir jetzt erstmal hier hin wieder. Polizeistation ist hier. Hä? Wie Alarm? Eindringen? Was? Was ist das? Wer da? Okay, der geht gerade weg. Zwei Minuten haben wir Zeit. Ich höre nichts Besonderes mehr. Das heißt, wir warten kurz. So, und jetzt geht er wieder raus. Ist da irgendwer? Gut, dass er uns nichts tut. Finde ich echt nice von ihm. Mal hier lang gehen. Speichern. Ich weiß nämlich nicht, wie die Wache drauf ist. Findet das vielleicht jemand witzig? Was? Was ist mit dir los? Was habe ich dir getan?
Das war zwar jemand witzig. So. So, und jetzt sind die Kameras aus. Man hätte auch vor die Vordertür gehen können. 3, 1, 6, 8. Damit brauche ich den Code auch nicht mehr. Den lasse ich jetzt hier noch schön stilvoll davor. So, jetzt haben wir nicht sehr viel Zeit. Wir müssen jetzt noch den ganzen Scheiß mitnehmen hier. Disposal Box 1, Alyssa, Wintersmith. Und Disposal Box 2 ist Alyssa Steine. Oh nein, warte mal, brauche ich ihren Key zufällig auch? Das ist der Alyssa. Das ist hier der Unsichtbarkeitstrank. Ich kann das Ding ja wieder zumachen. Es kann sein, dass ich das vielleicht brauche. Scheiße, ich brauche ihren Deposit Key auch noch. Den habe ich nämlich nicht. Shit, bin zu früh gewesen hier. Okay, dann schnell wieder raus. Wo war sie denn? War sie im selben Apartment? Der Koch hat für uns heute einen Topf versprochen. Mit echtem Fleisch lang wir irgendwie nicht nach Ratte. Sie war, glaube ich, im Apartment, oder? Ganz oben, oder? Wegen hier. Wintersmith, genau. Da ist sie. So, hier ist nämlich ihr Key. Verdammte Kackwurst. Ja. Nochmal zur Polizeistation. Ich laufe jetzt an ihr vorbei. Mal sehen, was passiert. Kein Alarm. Da wieder nach oben. Hat sich da was bewegt? Okay, er geht gerade weg. Das war's letzte Mal. Der Sprenger. Okay, es hat geklappt. Da scheint nichts mehr zu sein. Ich weiß nicht, ob das klappt, wenn man den noch während man Zeit hat, nochmal den Schalter umlegt. Aber die Kameras sind immer noch aus. Gut. Verdammte Ratten. Weil man schafft es sonst nicht, weil die Kamera da allein da drin ist schon das Problem. Und jetzt kriegen wir ihr Necklace. Ja, Halskette. Da ist sie. Und damit ist auch das optionale Ziel erledigt. Jetzt machen wir noch das Ding zu. Als wäre nichts gewesen. Und damit haben wir alle Ziele erfüllt, bis auf, in The Mechanist Warehouse. Das ist die Frage. Ist es das, was ich denke? Weil das habe ich noch nicht rausgefunden. Soweit habe ich noch nicht gespielt. Oh Gott. Gesundheit. Ist es das, wo der Typ drin ist, der Kaputte? Weil das ist die einzigste Kiste, wo man reingehen kann. Und ich habe bei dem Mechanisten nichts anderes gefunden. Ich bleib mal lieber so. Falls es nochmal sich drehen sollte. Das hat Samwachen gerne mal so an sich. Nee, er macht richtig. Okay. Du bist eine gute Karte. Eine gute Karte. Eine gute Wache, meine ich. So. Das Warehouse war hier hinten. Es war übrigens auch in einem Secret drin, ne? Also. Ist jetzt die Frage, wenn es das ist, dann muss man ja ein Secret finden, um die Mission zu beenden. So. Wir müssen hier so oder so rein, denn der Typ hat noch Loot bei mir. Bei sich. So. Safen. Dann gehen wir jetzt hier rein. Und die Mission ist nicht beendet. Das ist nicht die Kiste, die wir suchen. Das sind nicht die Druiden, die wir suchen. Die würde auch hier komplett außer Reihe tanzen, weil wir müssen ja hier hin bei den Mechanisten. Na gut. Und es ist auch ein Secret. Was auch ein bisschen aus der Reihe tanzt. Gut, dann gehen wir zu dem Mechanisten. Da muss ich da irgendwas übersehen haben. So, ist der uns jetzt feindlich gesonnen, weil er vorhin das Magic gekriegt hat? Nö. Okay. Sieht jedenfalls nicht danach aus. So,
So, hier war der Froggy. Das ist die Dame. Haben wir noch irgendwas? Was irgendwie nicht leuchten? Nö. Warte mal, wir waren noch nicht in diesem anderen Bereich. Da hinten ist ja das Lager, wo der baut. Das war laut. Hat keiner mitgekriegt? Gut. Weil da drüben waren wir noch nicht. Hallo? Warte mal, da hinten. Da ist auch noch eine Türe. Vielleicht ist da das Lager. Wir können ihn hinterher schleichen. Im Namen des großen Karas. Ist da jemand? Okay, das probieren wir. Vielleicht ist da das Warehouse. Das Ich-wehre-mich-Haus. Ja, das fand ich lustig. Ich weiß. Schaffe ich das? Ein Geräusch. Ich bin mir dessen sicher, wie der... Ist da jemand? Gesehen. Etwas. Hier ist das, ich glaube. Hoffentlich waren es keine... Okay, hier waren wir noch nicht. Oh, das sieht nach Lager oder sowas aus. Hier geht's noch runter. Das ist die Vordertür. Wow. Ich guck mal, ob die noch Loot bei sich hat. Damit die wirklich jeden Taschendiebstahl bekommen. Was ist das? Warte mal, ich guck mal. Ne, hier ist nur die Vordertür. Okay. Wir hätten auch von der Vordertür hierher gehen können. Das geht auch. So. Bitte, ich will keinen Schlüssel dafür haben. Nein, ich brauche hoffentlich nicht den Seminar-Key. Wo habe ich den Ding gelassen? Oben, wo? Oh, leck mich doch. Kann nicht wahr sein. Im Namen des Erbauers, was war das? Schon mir so lange her, dass ich jetzt hier wieder hier drinne war. Okay, hier mache ich mal einen Hard Save. Falls irgendwas schief läuft. Schon wieder zu der Troller da hoch. Habe ich den da wirklich oben liegen lassen? Ich weiß nicht, ich habe den Safe Key aufs Bett geschmissen. Aber den Seminar Key. Habe ich den auch dort oben? Fuck. Habe ich den auch hier irgendwo liegen lassen? Auf dem Teppich vielleicht? Und ich kann jetzt schon die Kommentare hören. Ja, Garrett, wenn du nicht immer deine blöden Schlüssel alle irgendwo hinschmeißen würdest. Aber ach, ich hatte doch gar nicht damit gerechnet, dass das auch sowas Wichtiges ist. Also hier brauche ich nichts mehr, auf jeden Fall. Oh Gott. Hey, Schraube, bist du's? Wo ist... Er ist nicht hier. Wo habe ich ihn gelassen? Warte mal, jetzt kann ich ja in Ruhe safen. Laden. Kommt ins Licht, damit ich euch sehen kann. Habe ich ihn hier gelassen? Halt dort! Ihr! Im Schutz der Dunkelheit! Habe ich hier den Ich werde euch suchen, bis ich euch gefunden habe. Ich verhalt! Gebt mir eure Waffen! Oh. Das zählt schon mal. Also Froggy dürfen sie auch nicht sehen. Ich weiß, wo ich ihn gelassen habe. In der Baracke. Hier. Okay, gut. Jetzt hoffe ich, bete ich, dass das der richtige Schlüssel ist. Weil ich wüsste nicht, wo noch einer ist. Also, wo ich noch einen Schlüssel herkriege fürs Lager. Ich habe echt schon viel gesehen. Bist du's? Hey, Schraube.
alles, Bruder? Stehen geblieben! Ah, fuck! Dass man so lange noch im Hellen ist. Obwohl, zeitlich könnte man es fast schaffen. Aber ich versuche das jetzt besser zu timen. Wenn jemand hier ist, möge er sich zeigen. Meine Form ist rein. Ich habe bemerkt etwas. So, perfekt. Ich habe gefunden. Keine Gefahr. Sie hat auch keinen Schlüssel. Der Typ hatte auch keinen Schlüssel da oben, glaube ich. Das heißt, es kann nur der sein. Gelobet sei alle. Okay. Komm schon raus. Ja. Oh nein, hier ist ja noch mehr. Okay. Nein, ich behalte ihn im Inventar. Für immer und ewig. Das sieht danach ein Lager aus. Ich darf mich aber auch keiner sehen, sonst haben wir ein Problem. Freund Jasper. Der Freund. Von Tedlin. Den haben wir schon nur mal gesehen. Feiglinge verstecken sich, elender Schuft. Was? Was habe ich denn jetzt verbrochen? Ich bin doch nur hier reingekommen. Hat die mich gesehen? Ich lade, glaube ich, lieber neu, oder? Ist mir zu sehr... Der Wind findet heute Nacht keine Ruhe. Okay. Auch noch alter später. Also ich glaube, Schotter kriegt man genug. Wir sind nämlich jetzt schon bei 2,5. Meister, da kann ich nicht. Was geht hier vor? Oh, hier oben kann ich was machen. Die Ratten sollten sich einen anderen Spielplatz suchen. Alles ist wieder ruhig. Ich habe echt zu wenig Screenshots gemacht, finde ich. Das war jetzt mein letzter. So, hinterher. Ah, die da oben sieht mich doch, oder? Da, da ist eine Kiste. Sprecht, lasst hier uns diesen Mund. Ah, fuck you. Und Karas sprach: Lege den Hammer nieder. Brüder, dies Werkzeug alter Zeiten. Und so legten wir den Hammer nieder. Und als Karas dies sah, sprach er: Was ist das? Hat sich der Schatten eben bewegt. Anscheinend hatte ich Moses Equipment Greyfather Mines. Yes. Na, wenn das nicht gemütlich ist. Oh, endlich geschafft. Wahnsinn. Was für eine Mission. Hätte nicht gedacht, dass sie doch so aufwendig wird. Und wir haben sogar fast 100%. Mir hat noch ein bisschen was gefehlt. Ah. Nerv. Wir haben alle Secrets gefunden. Ganz schön viele Schlösser geknackt. 36. Ich tippe gerade mit meinem Finger auf den Bildschirm. Das seht ihr zum Glück nicht. Aber das ist ja Wahnsinn. 36 Schlösser geknackt. Also, ich weiß nicht, wird das nach... Kriegt man 2 Punkte oder sind das genau die Anzahl, die man geknackt hat? Habe ich so, okay, 36 Schlösser geknackt? Das ist ja wirklich viel. Das ist richtig viel. 12 von 12 Taschendiebstähler, bin ich immer sehr stolz drauf. Aber wie gesagt, wir waren fast bei 100%. Also 50 Loot hat mir noch irgendwo gefehlt. Irgendwo war noch irgendwas... Ein Kerzenständer, sonst was. Vielleicht hat es einer von euch gesehen, man weiß es nicht. Ist dann natürlich der erste Teil einer kleinen Kampagne. Und deswegen kann ich noch nicht so viel dazu sagen, außer dass mir halt diese Mission so an sich selbst sehr gut gefallen hat. Wir hatten Anwesen, wir hatten Stadt mit einer kleinen Bankmission, mit ein bisschen Side-Stories, also ganz schön viel Stuff. Und ich glaube, genau das muss eine Diebesmission ausmachen. Gut, das Anwesen war ja relativ am Anfang und dadurch schnell durch. KI hat mich manchmal wieder ein bisschen genervt, aber das ist so das Übliche. Puh, ja, und die Sache mit den Mechanisten, dass man natürlich nicht von denen bemerkt werden darf, ist sehr realistisch, da sie ja so nach uns suchen würden und dann irgendwann uns in der Kiste vermuten vielleicht sogar. Vielleicht aber auch nicht, man weiß es nicht genau, wie die Mechanisten ticken. Ja.
Na gut, egal. Die Mission war ziemlich gut, deswegen gebe ich ihr 4 von 5 Frachtbriefen. Ja, das war The Grey Feather Games 1, The Shipment. Und wir sehen uns dann im zweiten Teil wieder oder in anderen Sea-Fan-Mischungen. Macht's gut. Tschüss.